Wir sind Ihr erster Ansprechpartner in unserem Haus. Wir empfangen und betreuen die Patienten der medizinischen Onkologie. Wir entwickeln neue Therapien gegen Krebs. Wir suchen Biomarker, um die Prognose von Krebspatienten zu verbessern. Wir entwickeln neue Immuntherapien gegen Krebs. Um neue, wirksame und gut verträgliche Medikamente für unsere Krebspatienten zu entwickeln, generieren wir Antikörper, die Tumorzellen hochselektiv erkennen und zerstören können. Wir nehmen Krebs persönlich, für jeden einzelnen Patienten. Unsere Aufgabe ist es, den Wissenschaftlern am NCT qualitätsgesicherte Patientenproben zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel um neue Krebsbiomarker zu finden. Wir koordinieren Forschungsprogramme, Kooperationen, Meetings, Baumaßnahmen, Förderprogramme, Konferenzen, Nachwuchsförderung. Wir, das Leitungsteam am NCT, sorgen dafür, dass unsere qualifizierten Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort eingesetzt werden. Bei uns finden Sie offene Ohren. Wir unterstützen und beraten onkologische Patienten und ihre Angehörigen in sozialrechtlichen und psychosozialen Fragen. Ich bin für unsere Patienten da, um ihre mitgebrachten radiologischen Unterlagen ihren Ärzten zugänglich zu machen. Wir sind für die Sauberkeit und Hygiene im Haus zuständig. Wir sind Ihr Ansprechpartner am Telefon und haben immer ein offenes Ohr für Sie. Ich kodiere die Diagnose und Prozedure der Patienten an der NCT-Station. Wir kümmern uns um die umfassende, fachlich kompetente Betreuung während der Krebstherapie. Uns motivieren die Patienten, die mit viel Energie und Einsatz unsere Forschung, unsere Studien unterstützen. Wir sorgen dafür, dass durch perfekt organisierte Kongresse, Aus- und Weiterbildung, aber auch Vortragsreihe einfach ein enger Austausch zwischen Grundlagenwissenschaftlern, den Klinikern, aber auch niedergelassenen Ärzten entstehen kann. Und somit das aktuelle onkologische Wissen direkt in die Patientenversorgung mit einfließt. Bei unserem traditionellen Patiententag haben wir alljährlich 700 Besucher. Die Ernährungstherapie begleitet Patienten durch alle Phasen der Erkrankung und ist Teil des onkologischen Behandlungskonzepts im NCT. Ziel ist es, behandlungs- oder krankheitsbedingte Nährstoffdefizite auszugleichen und dadurch einen stabilen Ernährungszustand zu schaffen. Wir bieten am NCT ein vielseitiges Sport- und Bewegungsprogramm an, das auf unserer wissenschaftlichen Forschung im Bereich Bewegung und Krebs aufbaut. Wir betreuen die Patienten mit Brustkrebs oder genitalen Krebsarten vom Tag der Erstdiagnose bis zur Nachsorge. Forschen, verstehen, heilen. Wir bauen Masernviren für die Krebstherapie. Diese Viren sollen Tumorzellen attackieren und das tolerante Immunsystem aktivieren, wieder gegen den Krebs vorzugehen. Wir möchten verstehen, wie Krebszellen auf Bestrahlung reagieren, um die Radiotherapie noch effektiver zu gestalten. Vom Gen zur Therapie. Wir entwickeln personalisierte Behandlungsoptionen, um Patienten am NCT eine individualisierte Therapie anbieten zu können.